Denn die Wahrheit bringt Erfolg. Und die Wahrhaftigen sind die Erfolgreichen. Dazu gibt es ein Beispiel. Einer der rechtschaffenen Menschen, sein Name Sultan Abdul Hamid, der Zweite, der letzte Kalif der Muslime, rahimahullah. Dieser Mann, damals kamen die Zionisten, die heute Jerusalem einnehmen wollen. Ihr habt es ja gehört, ne? Al-Quds. Diese heilige Stätte, die heilig ist und die segensreich ist und die wichtig ist. Sie wollen diese Städte einnehmen, von den Muslimen wegnehmen und den Muslimen verbieten, in der drittheiligsten Moschee zu beten. Aber schaut mal, die Wahrhaftigen. Sie kamen zu ihm damals. Wer? Theodor Herzl, der Kopf der Zionisten damals. Er kam zu ihm und sagte ihm, gebe uns einen Teil von Palästina. Verkaufe uns ein Teil Erde von der Erde von Palästina. Und nicht nur das, wir geben dir Geld dafür und wir sorgen dafür, dass das osmanische Kalifat Schulden erlassen bekommt. Weil damals in der Zeit von Abd Hamid der Zweite, rahimahullah, war das osmanische Kalifat ja in Problemen verwickelt. Schulden, Kriege und so weiter. Es gab sehr viele Probleme. Und er, rahimahullah, er war der letzte Kalif. Und was hat ihn auch ausgemacht? Es hat ihn eine Sache ausgemacht, dass er versucht hat, die Muslime und das Kalifat so lange wie möglich beizubehalten. Rahimahullah. Man sollte ihn kennen, diesen Mann. Ihr solltet über ihn lesen. Er hat ihm gesagt, verkaufe uns ein Stück Erde und wir sorgen dafür, dass das osmanische Kalifat Schulden erlassen bekommt. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, diese Erde dort, wenn ich dir diese Erde gebe, dann ist es so, als ob ich dir meinen Arm gebe. Er sagt, diesen Arm, kann ich dir den geben? Er sagte, nein, genauso diese Erde. Er sagt, diese Erde, für diese Erde haben unsere Väter ihr Blut vergossen, damit diese Erde, Palästina al-Quds, ja, bei uns bleibt. Deswegen, diese Erde werdet ihr niemals bekommen, raus aus meinem Palast. Er hat ihn rausgeschmissen, subhanallah. Jetzt hat er es bereut. Hat er gesagt, oh, tut mir leid, Leute. Ach, was habe ich nur getan? Oder? Nein. Er war wahrhaftig gewesen, rahimahullah, bis zu seinem Tod. Und heute reden wir über ihn. Nicht nur ich, Gelehrte reden über ihn. Muslime machen Dua für ihn. Muslime bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er ihm Barmherzigkeit schenkt. Und dass er ins Paradies bringt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies bringen. Für diese Wahrhaftigkeit, die er an den Tag gelegt hat. Und er hat es nicht bereut. Und er war erfolgreich, rahimahullah. Er war erfolgreich gewesen. Er hat das osmanische Kalifat bis zum Ende, Jahre, über Jahrzehnte hat er es gehalten. Obwohl eigentlich alles dafür gesprochen hat, dass das osmanische Kalifat zerbricht. Aber er hat es gehalten, rahimahullah.